Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Soul Silver. So, letztes Mal haben wir so ein paar Mal verloren. Gegen Bianca, gegen den Rivalen haben wir einmal verloren. Und ja, schauen wir mal, wie es diesmal um uns steht. An sich haben wir jetzt... Willst du zumindest der Arena, da treibt sich gerade irgendwo eine Turmruine um. Achso, genau. Ich bin ja rausgegangen jetzt gerade aus Versehen. Weil ich teste ja immer so ein bisschen... Ich bin so dumm. Ich teste ja immer so ein bisschen Sound, bevor ich anfange zu spielen, weil ich das hasse, wenn man mich nicht richtig versteht. So. Das heißt, wir müssen nochmal mit ihm reden. Beziehungsweise die drei Katzen, glaube ich, müssen wir jetzt befreien. So, dann machen wir das eben. Beutel. Kurz einsetzen, ja. So. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Wir müssen tiefer graben. So, genau, jetzt hauen die hier ab. Genau, Eusin, hast du es gesehen? Suicune ist wie ein geölter Blitz direkt an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolgt dich Suicune schon. Das ist schon traurig, wenn du 10 Jahre lang ein Pokémon verfolgst und es einfach nicht kriegst. Und vor allem, er ignoriert einfach Raikou und Entei. Er sagt so, Suicune ist so schnell entlang gelaufen. Raikou und Entei waren es nicht, ne? Ne, die hatten einen Rollator dabei. So, Folge quatscht hier. Aber diese Dialoge sind hier definitiv angenehm. Aber guck mal, der kam jetzt da einmal, hat jetzt einmal so seinen Spruch rausgehauen, fertig. Szene beendet. Jetzt können wir, glaube ich, zu Jens, den Arenaleiter. Bei Legenden Arceus hätte noch Jens seinen Senf dazugegeben. Auf einmal wäre Angela Merkel dazugekommen, hätte ihren Senf dazugegeben. Und. Also, so. Wir kämpfen ganz normal gegen alle. Ich dachte, wir nur erstmal nur Nebulak und Alpolos haben. Aber wir werden jetzt nicht auf Rauchwolke gehen, sondern wir werden jetzt ganz normal mit Flammenrad und so ein bisschen an Erfahrungspunkten orientieren. Ah, wir haben nicht, wir sind ein bisschen angeschlagen, aber das ist nicht schlimm. Damit sollten wir eigentlich durchkommen. Erster Nebulak ab. So, wie viel hat sie denn noch? Okay, die hat ein paar. Ich spiele das mal schnell ab. 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 Und ab dafür. Danke für die paar Erfahrungspunkte. Die nehmen wir sehr gerne mit. Moment. Ah, wenn man die besiegt, geht das aus. Okay. Ah, aber wenn man von vorne anfängt, dann ist das Licht wieder an. Sehr schön. Ja, okay, dann ist ja nicht schlimm. So. Ich glaube, ich speede die mal alle ab, weil ich glaube, die werden eh nichts Spannenderes außer Apollo und Nebulak und so haben. Deswegen, da wird, glaube ich, nichts Spannendes kommen. Ja. Habe ich mir gedacht. So. Okay, einmal so rum hinter ihr. So. Dann gegen den hier kämpfen. Okay, dann jetzt einmal runter. Wir werden eh gleich runterfallen. Ich und Rätsel, ne? Hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Zack. Oh, brennt. Weg. So. Dann, wie war das jetzt? Genau. Runter, so, so. Hier, zack. Und hier hoch. Nein! Egal, dann wieder von vorne. Aber das ist ja nicht schlimm. Das Gute ist, wir müssen eh noch Igelave heilen gehen, bevor wir gegen den Arenaleiter kämpfen. Und, ja. Deswegen ist es gut, wenn wir uns zu Anfang direkt zur Arena teleportieren. So. Ja, Flammrad ab. Eins. Zwei. Und drei. Vor allem Geist-Pokémon halten einfach nichts aus. Ich meine, die können richtig gefährlich werden. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Sternschauer. Sternschauer trifft immer. Ruckzuck gibt es eine Prio-Attacke, Glut. Weiß ich nicht. Nee, lassen wir's. Wie gesagt, die sind relativ fragil, die Leute. So, warte mal, so war das. Ist hier, hier. Noch ein. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. So. Und dann wäre da schon der Arenaleiter. Egal, das ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt Igelava heilen. Auf jeden Fall die ganzen... Linz, du kannst versuchen, mich anzurufen, wie viel du willst. Das kannst du vergessen, ich gehe da nicht ran. Die ganzen Geister-Pokémon sind relativ fies mit Konfu-Strahl, Hypnose, Traumfresser, ne? Aber die halten einfach nichts aus. Und wenn du die direkt angreifst, deswegen werde ich auch nichts mit Rauchwolke hier machen. Sondern ich gehe mit denen sofort ins Gericht mit voller Kanne, so gesehen. Und ja.
lese auch schön den Text von Arenaleiter Jens vor. Genau, da ist er. Willkommen hier in Teak City, werden Pokémon schon seit jeher als mystische Wesen verehrt. By the way, wir haben uns ja so gerade in diesem Turm gesehen, einfach ignoriert, nicht miteinander gesprochen. Wir glauben an eine alte Sage, die sie besagt, dass hier einmal ein sehr talentierter Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass Weissagen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Geheim. Die Geheimschachtel. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen, in die Visionen der Schatten, bla bla. Und ich glaube, dass dieser Mensch, jemand kommt, hilft mir beim Trinken. Oh, er sieht den Kampf jetzt als Training. Sehr sportlich. Hier werde ich nichts abspeeden, auch wenn er noch so viele Nebulax hat. Es ist ein Arena-Kampf. So, Lammrad. Müsste eigentlich jetzt, genau, Geschichte sein. Zack. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, er geht jetzt direkt in Gänge rein. So. Der wird auch eine Citrobeere haben. Wir hoffen jetzt einfach auf den Burn. Okay, er outspeedet uns. Okay. Wie viel Damage? Oh. Das wird nichts. Den Kampf haben wir verloren. Die Spezialverteidigung ist runtergegangen. Das werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen. Nee. Das heißt, die Lava weg. Keine Chance. Tschüss. So. Dann, ja. Kennen wir ja schon. Weg. Ja, Horrorblick, ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem machbar, dieser Kampf. Weil Gengar kann auch missplayen. Mit, ja, genau so, jetzt weg. Gengar kann missplayen, indem Gengar jetzt auf Horrorblick und so geht. Dann werden wir bei Gengar doch auf Rauchwolke gehen müssen. Zumindest zwei Rauchwolken will ich durchkriegen. Und wie gesagt, ich werde es jetzt mit euch, sagen wir mal dreimal jetzt, also noch zweimal versuchen. Wird es nicht klappen, mache ich einen Cut. Und dann sehen wir uns, wenn ich es geschafft habe. Aber ich bleibe auf diesem Level, weil ich denke, das ist auf dem Level machbar. Nur wir müssen gucken, wann es mit der Rauchwolke funktioniert. Und ja, deswegen werde ich jetzt auch hier erstmal abspeichern. Sichern, ja. Vor allem nach Gengar hat er ja noch was. Und deswegen muss ich auf jeden Fall. Also, es wäre schön, wenn ich nicht komplett schwach davor stehe. Müssen gucken. So. Nebulax spiele ich jetzt auch ab, ne? Weil jetzt klar, dass Igelava Nebulax one-shottet. So, Flammenrad. Zack. So. Auch Wolke. Okay, seht ihr, er geht auf Horrorblick. So. Wir haben nämlich vor, zu früh. Rauchwolke. Eins. Hypnose trifft nicht. Rauchwolke 2. So. Ah, wollen wir noch eine dritte Rauchwolke machen? Komm, scheiß drauf, versuchen wir es. Hat nicht getroffen. Rauchwolke 3, jawohl. So, und jetzt können wir versuchen, ihn anzugreifen. Jetzt gehen wir auf Flammenrad. Und jetzt hoffen wir natürlich auf den Burn, ne? Dann haben wir noch ein bisschen Zusatzdamage, was wir ihm drücken. Und Gengar ist ja, wie gesagt, fragil. Okay, kein Burn. Hubball, nicht getroffen, haha. Flammenrad. Ja, jetzt kommt seine Citrobeere. Muss das Citro sein, ne? Jetzt schon. Ja, Citrobeere, ist nicht schlimm. Und er hat nicht getroffen. Wir stehen mit vollem Leben gegen sein restliches Team da. Sag ich doch. Das sah gerade nur blöd aus, aber es ist auf dem Level. Ohne Probleme machbar. Zack. Und hier werden wir jetzt gar nicht mit Rauchwolke und so spielen, sondern werden ganz normal gegen Alpolo kämpfen. Mit Flammenrad. Zumal Alpolo 4 Level schwächer ist als Gengar und dann noch unterentwickelt, in Anführungszeichen. Ja, One-Shot. So, und als letztes hat er noch was. Ich glaube noch ein Halbprogramm. Also ich habe immer so manchmal so einen Mini-Schluck auf, ne? Also es geht dann so und so, das war's, aber nur einmal. Keine Ahnung. No, Flammenrad, Apollo, tschüss. Oh, hat überlebt. Aber es ist nicht schlimm.
Der kann nichts mehr machen. Der wird jetzt einen Trank einsetzen, ja. Und somit haben wir gewonnen. Lambrat. Hypertrank. Egal. Eine Runde Flammenrad. Wenn wir kritten oder burnen, ist das. Ist er, hat er verloren. Ja, das war's. Was willst du tun? Ich hätte was gesagt, darf ich aber nicht. Egal. So, Level 32. So, ja, aber gut, hier nimm diesen Orden, Phantomorden. Auf dem Stahl-Arena-Leiter freue ich mich auch schon, weil wir den nämlich weghusten können. Achso, Surfer können wir jetzt verwenden. Welches Pokémon kann ein Surfer lernen? Stellt sich für mich die Frage. Weiß ich gerade nicht so aus dem Kopf. Warte mal, wir fallen erstmal runter, gehen erstmal aus der Arena raus. Ich glaube, ich müsste mir doch... Gibt es da nicht eine Angel? Dann kann ich mir schnell ein Wasser-Pokémon angeln? Irgendwie so? Weiß ich nicht. Kimono Girls müssen wir erstmal nicht machen, glaube ich, weil Surfer haben wir ja schon bekommen in der letzten Episode. Auf einer Oliviana City. Ach, kämpfen wir mal ein bisschen. Ich nehme die Erfahrungspunkte, sage ich euch ehrlich, gerne mit, weil... ja. Ich habe so ein bisschen Angst vom Champfight, ne? Real Talk. So, ich weiß nicht, was ich gegen die Drachen machen soll. Ich werde da die ganze Zeit auf Wolke gehen und versuchen zu stallen. Ich weiß jetzt nicht, ob Tornupto Erdbeben erlernen kann, aber ich meine ja. Solange er keinen Drachenflug hat, abgesehen, also Dragoran ist Drachenflug. Gyarados hat da Flug in der, okay, und dann Glurak. Ja, müssen wir schauen. Glurak kriegen wir dann hin. Zack, ab. Und ab. Aber das Ding ist, ich werde natürlich massiv überlevelt sein. Warte mal. Hier steht nur ein Aprikoko-Baum. Ich brauche keine Aprikokos. Ich brauche Sinelbeeren zum Beispiel. Zitrubeeren. Magnetilo. Boom. Ab. So. Dann den Speedrun auch schnell ab. Jawohl. Ich bemühe mich eigentlich immer so pro Part möglichst eine Stadt durchzuspielen und bis in die nächste zu kommen. Und ich glaube, das sieht heute sehr, sehr gut aus. Ja, die Kämpfe hier speede ich mal so ein bisschen ab, weil die sind eigentlich keine Herausforderung für mich. Ab. Jawohl, nächstes Level erreicht. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen. Nein, 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 ich will nicht deine Nummer. Nein. Genau, was ich erstmal noch checken wollte, ob sich das spezielle Angriffswert von Igelava inzwischen schon vom physischen Angriffswert distanziert hat. Spezialangriff 65. Ja, ist immer noch nicht so das Gelbe vom Ei. Das sollte eigentlich noch krasser werden. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so ist, dass es da kaum einen Unterschied gibt. Aber naja, gut. Mal gucken. So, was willst du? Neue Safari zu öffnen. Ja, ja. Ja, meinetwegen. Nimm Nummer und ruf mich an, wenn Safari fertig ist. So. Ja, gegen die kämpfen wir auch nochmal. Übrigens, wenn wir jetzt verlieren, sind wir wieder ein Pokémon in deinem Teak City. Prost Mahlzeit. Aber wir denken ja nicht ans Verlieren. Zack. Oh toll, hat jetzt nur Wasser-Pokémon. Das ist nicht... okay, die drücken so wenig Damage. Zack. Radikal. Flammrad. Tschüss. So. Was hat der jetzt hier für uns? Hat der nicht irgendein Pikachu oder sowas? Ja, einfach habe ich noch gewusst, lol. So. Irgendwie wirklich heute in der Kamera so ein bisschen rot. Boah, fühlt sich auch so ein bisschen warm an. Keine Ahnung. Nein, ich will nicht deine Nummer. Andro, das glaube ich nochmal. Na, fühlt sich auch kalt an, weiß ich nicht. Was weiß ich. Übrigens, Togepi behalte ich im Team, weil ich will es einfach mal hier entwickeln. Ich hatte noch nie einen Gen 4 Togekiss gehabt. Und
Ich werde es aber nicht zum Kämpfen benutzen, ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Och, nee, der schon wieder. Aber diesmal wird er nicht kämpfen. Apropos Verlierer, sie ist da oben. Ja, super, zum Pokémon-Turm. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall in dem Part noch an die Spitze des Pokémon-Turms. Erstmal heilen. Ah, speed ich mal ab. Ja, bla bla bla. So. Dann auf zum Pokémon-Turm. Das Ampharos ist nämlich sehr, sehr krank. Und wir müssen erstmal Medikamente aus Anemonia City holen, um das dem Ampharos zu geben, damit wir gegen den Arenaleiter kämpfen können, aka Jasmin. So, die kämpfen, wie gesagt, speedig ab. Eins, Reflektor ist mir. Oh, Top Genesung, der scheint Kohle zu haben. Zack, und ab dafür. Ja, ich hätte jetzt eigentlich physisch angreifen können. Nein, Telefonnummer will ich nicht. Telefonnummer wäre gut, wenn man Geldprobleme hier hätte. Dann kann man ihn die ganze Zeit zum Rematch herausfordern. Und dann würde man ein bisschen Kohle kriegen. Aber wir brauchen das hier nicht. Duplexiv abgespeedet, hört sich so geil an. Voll dumm. Er macht Regentanz und geht danach auf Duplexieb. So richtig dumm. Nein, ich will deine Telefonnummer nicht. Tschüss. So, weiter geht's. Ja, den ignorieren wir mal. Keine Lust auf den. Moment mal, bin ich falsch hochgegangen? Das ist jetzt nur, um jetzt irgendwie ein Item zu kriegen. Also wie gesagt, bei Kristall war es so, man musste einfach dem Weg folgen, zack, Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch und dann war man oben. Dann gab es nichts Spannendes. Angeberei. Okay, Moment. Oh, ich soll den ignorieren wir, damit wir ihn dann später auseinandernehmen können. Och nee. Ich hab... Ja. Den müssen wir jetzt einmal durch. Eigentlich gibt es diese Schnelltaste hier. Dann wüsste ich auch nicht, ey, was ich jetzt 5 Pokémon, 5 Tauxis lang euch erzählen sollte. Aber so haben wir es gleich geschafft. So. Bim, bim. Aber wartet mal, wo ist jetzt hier? Bin ich komplett lost? Hier geht's doch schon runter. Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Nee. Den können wir nicht verwenden. Safe nicht. Doch. Der Aufzug ist halt... Doch, Lichtkuppel. Hä? Also fahren wir jetzt direkt hoch zu Ampharos, oder was? Lol. Ach. Natürlich, weil was hätte ich denn erwartet? Dass die es einem so leicht machen? Ah, geil. Vor allem, ja, ich sperre mich mal mit dem Pokémon ein, mit dem kranken Pokémon. So, warte mal. Irgendwas muss ich jetzt hier übersehen haben. Wir gehen jetzt nochmal hoch. So, hier haben wir nichts mehr außer diese eine Leiter. Das heißt, wir müssen hier hoch. So, und hier? Kann ich hier irgendwie runter? Hier irgendwo? Raus? Nein. Moment. Muss doch hier hochgehen. So, jetzt kommen wir hier hin. Können wir hier raus? Sieht so aus wie so ein Ausgang. Mal schauen. Aber glaube ich nicht. Ruckzuckieb 1, Ruckzuckieb 2. Oh, minus 2 physische Angriffe. Ich könnte ausrasten, diese blöden Bedroher hier. Ich top Genesung. Denkst du, oh, ich schaff das easy. Ja, ich habe bestimmt eine Chance gegen ihn. Aha. Hier gibt es einfach einen Außenbereich, ja. War mal klar, Digga. Das wusste ich nicht. Warte mal, was haben wir hier für ein Item? Das nehme ich auch nochmal mit. Sonderbonbon. Ja, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Irgendwann. Nicht jetzt. Ich werde es für die Liga nehmen. So. Ruckzuckieb 1. Ruckzuckieb 2. Ruckzuckieb 3. So. Oh, schon wieder. Ruckzuckieb 1.
Ruckzuck gibt 2 und Ruckzuck gibt 3. Muss mal schauen, ob ich irgendeinen Trank habe oder sowas. Oh, Flammensturm, das ist eine spezielle Attacke, genau. Das ist ja eine physische. Physische behalten wir. Ruckzuck gibt es eine Prio-Attacke, aber auch physisch. Ja, machen wir mal Blut weg, brauchen wir nicht. So, Flammensturm ist viel cooler. So, Aether, wenn wir für die Liga brauchen. Gehen wir hier hoch. Zack, nochmal hoch. Ja, okay. Ach so, ja, genau. Ich wollte erstmal heilen. Gut, dass mir das eingefallen ist. Ja. Tränke habe ich ja so ein paar gekauft. Zack, zack. So. Also, wir werden jetzt den Part dann damit abschließen. Also, ich will jetzt bis ganz nach oben noch kommen. Wie jeder andere. Rapper, Newcomer, wie auch immer, oder auch ganz nach oben. Und dann mache ich hier den Cut für den Part. Und beim nächsten Part, genau, würde es dann weitergehen. Wir nehmen erstmal den Auftrag an. Genau, du kannst. Ich kann Amphi hier nicht alleine lassen. Ich lasse den Eingang offen. So, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Pokémon Soul Silver. Tschüss.